einen Punkt gebracht, würde ich sagen, ich versuchte damals ein wenig aufzuräumen mit einem von den Intellektuellen selbst aufgerichteten Gegensatz zwischen mir und dem Gegenstand. Mit allen Konnotationen, was da heißt, ich bin konkret, die anderen sind abstrakt, ich bin was Besonderes, das andere ist allgemein, wie komme ich nun von hier nach da? Und da habe ich versucht, diesen Knoten auf gordische Weise zu lösen, indem ich gesagt habe, ich bin schon allgemein und ich bin genuin abstrakt. Das hatte sicherlich, denke ich mal, ich habe versucht vorhin ein wenig mich zurückzuerinnern, damit zu tun mit dem Begriff des allgemeinen Intellekts, um den damals wieder einmal ein wenig herumgedacht wurde und den ich als außerordentlich befreiend empfand, auch als befreiend von mir, als eine merkwürdige Verquickung von einem Vermögen, was irgendwie allgemeiner ist, und einer Person, die ständig sagt, ich bin etwas Besonderes. Dieses Wegräumen eines Hindernisses, das ist eigentlich das ganze Buch. Du hast schon angedeutet, dass du dich ein bisschen auch rückversetzen musst. Das Buch ist 1995 erschienen, das heißt vor 24 Jahren. Ja. Gibt es Dinge im Buch, wo du sagst, oh, da hätte ich vielleicht zweimal drüber nachdenken sollen, wenn du das jetzt nochmal zur Hand nimmst? Also wenn ich es nochmal Wort für Wort durchlesen würde, dann käme ich sicher auf die eine oder andere Stelle, im Ganzen aber überhaupt nicht. Im Gegenteil, wie es mir manchmal so geht, dass ich denke, oh, ach, wäre ich doch noch so schlau wie damals. Weil einfach der Kontext so in diesen ganz feinen Details flöten gegangen ist und ich jetzt davor stehe und sage, wie bist du darauf gekommen? Aber im Ganzen ist es für mich nach wie vor absolut stimmig. Es ist ein Punkt, auf dem ich damals herumgeritten bin, quasi in der Form einer, in einer Art Meditation, einer Übung. Es ist ein auf der Stelle treten, was nichts anderes im Sinn hat als dieses eine Hindernis, was das Denken so kompliziert macht und gleichzeitig das Denken ständig rechtfertigt. Ich muss immer noch schlauer sein, um die von mir errichteten Gedankenhindernisse nun wiederum wegzuräumen. Diese Gedankenübung, die finde ich, hat etwas Unzeitliches. Also für mich hat sie etwas Unzeitliches. Und deshalb, wenn ich reingucke, finde ich es einfach für mich super frisch und ich bin ganz froh, dass es da ist. Nun wird häufig so eine Art Gegensatz aufgemacht. Auf der einen Seite, da ist der Körper und auf der anderen Seite ist der Geist. Wenn ich in deinem Buch nachschlage, wie gesagt, es denkt, wird dieser Gegensatz, sagen wir mal, zur Seite gelegt und vielleicht auch erledigt. Was ist denn aus deiner Sicht so eine Vermittlung zwischen Körper und Geist, auch vermittels einer Gesellschaft heute, vielleicht auch ganz thesenhaft, die man da anführen kann, um so eine, so eine Gegensätzlichkeit Körper und Geist vielleicht zu erledigen? Meine Zielrichtung ist ja ein bisschen, die Überlegung vom Körper wegzuführen, weil ich sage, der Körper ist bereits maximal in die Gesellschaft eingebaut. Der ist vernutzt. Es ist Gesellschaft geworden. Und jetzt sich ihm noch einmal zuzuwenden und zu sagen, ach, das ist der ungeschützte Körper, der hat mit der Gesellschaft nichts zu tun. Dem will ich mich mal fürsorglich zuwenden. Von dieser Gedankenbewegung wollte ich wegführen und wollte eigentlich sagen, kümmern wir uns doch mal um den Geist und gucken wir mal, was damit los ist. Und wenn wir das geklärt haben, dann kommen wir, oder da komme ich zu dem Ergebnis, das, was wir am Körper mit unserem Geist nicht erfassen können, das lassen wir doch vielleicht mal besser in Ruhe. Und deshalb schreibe ich auf den Buchdeckel Verzicht auf die Definition des Körpers. Denn es ist immer ein sich hinüberneigen des Geistes auf den Körper. Und diese Beugung, die wollte ich gerne weghaben, dieses sich neigen über. Nun ist vom Verlag, vom Saira Verlag, dein Buch auch angekündigt worden als ein Plädoyer, die Philosophie von Alfreds und Rethel etwas ernster zu nehmen. Das ist einer, der jetzt schon wieder ein bisschen häufiger besprochen wird, auch weil unter anderem noch der Saira Verlag eine Werksausgabe gerade vorlegt. Auch das ist aber eine Person, die lange unter der Oberfläche verborgen war, hinter anderen Autoren und Autorinnen. Was ist denn vielleicht das an Alfreds und Rethel, was ihn wieder hervorhebenswert macht? Ja, ich habe ihn wenig rezipiert, aber wo ich ihn rezipiert habe, als einen ganz lebendigen, also einen ganz eigenständigen Denker. Ich finde, es kommt immer darauf an, will man mit dem Nachdenken noch mehr in die Welt setzen, als schon da ist, auch Gedankengebilde, Argumentationen, Windungen, oder will man etwas wegräumen? Und ich habe ja viele Jahre mich mit der Psychoanalyse beschäftigt und für mich ist das Größte, was es, die größte Aufgabe, die es für den Geist gibt, ist die, etwas wegzuräumen. Also eine Erklärung, die schlüssig ist, müsste kürzer sein oder knapper sein, weniger enthalten als das, was sie erklärt.
Und so eine Zielrichtung zu haben, da habe ich etwas davon bei Sohn Rethe wiedererkannt. Was ich zu ihm gemacht habe, ist eigentlich nicht sehr viel mehr als ein Aperçu zu seinen Geldüberlegungen. Da habe ich ja im Geldheft von Phase 2 bin ich ganz von alleine plötzlich wieder drauf gestoßen. Die Abstraktheit, die dem Geld innewohnt, ist nicht unser großer Gegner, ist nicht unser großer Antipode. Wir sind nicht ganz was anderes, sondern wir sind auch abstrakt. Und auf dieser Ebene sozusagen von Auge in Auge, auf Augenhöhe, muss man die Sache betrachten. Sonst kommt man auch in moralisierende Überlegungen, das Geld ist der große Feind und wie schön wäre es, wenn es nicht wäre. Ich denke, solange man darüber nachdenkt, muss man auf einem anderen Niveau nachdenken, nämlich jetzt mal ganz verkürzt gesagt, sei es über sich selbst als Geld, nämlich als abstrakt. Und die solche Gedanken möglich zu machen, das finde ich ist ganz typisch Sohn Rethe, absolut. In einem Gespräch, was wir schon mal geführt haben, war so eine der Erkenntnisse des Gesprächs, dass auf die Frage, was kann man denn eigentlich tun bei all dem Elend und all den Schwierigkeiten um einen herum, was dann noch so hilft, ist eine Position des Versuchs der Verweigerung und der auch permanenten Kritik. Es gibt, das hatte ich vor kurzem nochmal gelesen von Manuel Castells, so eine Art fast schon sloganhafte Auseinandersetzung, der sagt, das ist ziemlich seltsam, dass gerade diejenigen, die ganz andere Verhältnisse wollen, dann zu Theorien gelangen, die deren Durchsetzung einer ganz anderen Gesellschaft kategorisch ausschließen. Und es gibt einige Leute, die sagen, naja, da denke ich zum Beispiel an Alfred Sohn Rethe. Was würdest du denn so einer in Anführungsstrichen Kritik entgegnen, dass diejenigen, die andere Verhältnisse wollen, zu Erkenntnissen kommen, die so zu einer Art, dann lasse ich es doch lieber alles sein. Jeder ist für das verantwortlich, was er tut und speziell für das, was er am besten kann. Ich sage auch häufig nicht Denker, sondern ich sage dann Intellektuelle, über die ich mich auch aufrege und da kann ich mich ja auch einschließen, auch als Objekt. Wenn man nachdenkt, muss man es in maximaler Verantwortung tun. Das heißt, man muss sich genau überlegen, wo führt es hin, wovon gehe ich aus, aber viel wichtiger noch das Erkenntniskritische davor, geht das überhaupt, was ich denke? Und ich denke mal, ein falscher Transfer zur Praxis ist der, dass suggeriert wird, etwas geht, was schon rein logisch nach ganz simplen Denkmaßstäben überhaupt nicht geht. Und das wird dann anderen Leuten serviert, die können sich dann in der Praxis damit rumschlagen und können sozusagen den Preis dafür zahlen. Ich muss, wenn ich nachdenke, bin ich dafür verantwortlich, dass die Überlegung stimmt. Und zwar stimmen heißt erst einmal, sie muss in Erkenntnishinsicht stimmen. Wenn ich mich daran halten würde oder wenn jeder, der nachdenkt, speziell die Intellektuellen auf dem Grat zwischen Theorie und Praxis sich daran halten würden, dann denke ich, würde erheblich weniger Schlimmes auf der Welt passieren, als tatsächlich passiert.